Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Feuer und Eis, hier bei Crush for Defect 89. Wir machen weiter mit dem zweiten Level der Fröstelhöhle. Oh! Sehr nah an. Man wechselt also den Charakter. Das heißt also, jeder Level ist für einen anderen Charakter vorbestimmt. Man kann das jetzt nicht mehr alle Charaktere auf einmal spielen, oder ist es jetzt nur in bestimmten Situationen so? Na gut, jetzt spielen wir mal mit Amy. Ach so, wir können auch zu Sonic wechseln. Das geht auch. Aber spielen wir jetzt erstmal mit Amy und gucken mal, was die so drauf hat. Das ist ihr Hammerschlag. Oh ja, da geht sie schön ab. Im Sprung natürlich ein Wirbelschlag, ein echt genial aussehender Eisschlag. Ey, die geht ab. So, beschleunige nochmal Ache mit Y. Hab ich schon beinahe vergessen, wieder mal. So. Sind Touchscreen, um zwischen den Charakteren zu wechseln. Ja, ist gut. Und, Falls es euch auffällt, ich habe wieder hier den Bildschirm umgewechselt, weil ja, mir selbst fiel auf, dass er nicht gerade, dass ich selbst da ein bisschen die Übersicht verloren habe. Wie gefällt er euch jetzt so? Mir würde mal eure Meinung dazu interessieren. So. Achso, das muss man dann nochmal schlagen, ne? Aber hier drüben ist ja noch was. Und das will ich mir auch gerne angucken. Oh, und das lohnt sich auch hier, finde ich, nämlich ein weiteres Hammerteil. Ja, ich muss mich auch hier wieder ein bisschen umschauen bei jedem neuen Level. Es wirkt so ein bisschen lame, dass ich da jedes Mal so... Bam. Da geht die echt ab. Oh, dieses Mal aber schaffe ich das. Komm schon. Ach, das Ding auf, schnell. Und hoch mit dir, Amy, komm schon. Okay, das Zeitlimit scheint dieses Mal ein bisschen fairer zu sein in der Situation. Oh Mann. Aber ich bin ein Idiot und habe mich davon aufhalten lassen. Ach. Was für einen Bonus kriegt man da überhaupt? Ich muss mich erst auch mit der Steuerung zurechtfinden hier. Ich habe schon lange nicht mehr der zerbrochene Kristall gezockt und habe auch das Spiel schon wieder beim GameStop verkauft. Ja. Das Spiel habe ich jetzt nicht mehr, weil es sich für mich nicht mehr lohnt, es nochmal zu spielen. Deswegen, ein Re-Let's Play zu der zerbrochene Kristall könnte nicht erwarten. Genauso wie von Lyrics Aufstieg, weil das habe ich auch schon verkauft. Die Qualität ist so in Ordnung, wie sie ist. War immerhin schon 3DS Capture Card Qualität. Eine aggressive Schildkröte, ja, natürlich. So, jetzt machen wir hier auf und... es geht auch damit. Kann man unter Wasser überhaupt noch was machen? Oh! Ein weiterer Bonusraum. Oh, die Kristallgrotte, ja, da will ich auf jetzt rein. Komm. Selbstverständlich, da kriegen wir nämlich ein weiterer Sticker oder Karte, war das, ne? So. Meine frühere... Was? Das habe ich jetzt nicht lesen können, Mann. Was will man mir sagen? Ganz egal, ich werde versuchen, hier durchzukommen. Ist einfach eh nur ein normaler Bonusraum. Aua. Natürlich muss ich aber auch ein bisschen aufpassen, ne? Bam. Okay, da brauche ich Ice Power. Oder jetzt wieder Feuer. Wow. Alter, da muss man einen richtigen Moment wechseln. Aber das gefällt mir. So ist mal eine Challenge angesagt. Wow. Es ist sogar noch Stacheln drunter, ey. Alter. Okay, ein weiterer Treffer und das wär's. Muss aufpassen hier. Diesmal muss man schon einen richtigen Moment für, den Acker finden. Was zum Teufel? Okay, ein weiterer Treffer und ich bin down. Nichts weg da. Puh.
Alter, die Dinge verfolgen einen. Oh, shit. Ja, ist klar. Wirft mich nur da wieder zurück. Shit. Okay, das ist also ein richtiger Hindernisparcours dieses Mal. Schneller. Wow. Ja, da muss ich aufpassen, dass ich den... dass die richtige Fähigkeit habe. Und ich glaube, ich sollte diesen Zusatzbildschirm vielleicht lieber umdrehen, damit ich eine bessere Übersicht habe. Okay, geschafft. Wir haben's. Wir haben erstmal die Karte. Aber ich muss darauf achten, dass wir auch den restlichen Stuff von hier kriegen können. Ja, nach oben muss ich drücken. So. Die Karte ist hier das Wichtigste für mich. So, was gibt's hier? Nutze Emis Hammer. Ah, ja, ist gut, das weiß ich schon. Ach, sind wir jetzt wieder hier, oder was? Hier waren wir doch schon. Lol, wir sind wieder am Anfang. Nicht euer Ernst jetzt. Jetzt sollte man dazwischen mal zu Sonic wechseln. Aber ich glaube, der Level ist schon für Emi vorbestimmt in dem Sinne. So, ich glaube, hier waren wir noch nicht, also gehen wir hier weiter. Müsste wohl so sein. Obwohl, nein, der Ort kommt mir trotzdem bekannt vor. Hier oben ist hoffentlich nichts so. Ja, da kommen wir wieder hier vorbei. Oh, und da ist diesmal geschlossen, wenn wir den Bonus haben. Okay. Ja, gut zu wissen. Oh yeah. Und da ist wieder der Checkpoint. Wir sind also wieder hier. What the hell? Ich bin jetzt nach oben gegangen, ne? Okay, ich bin jetzt immer wieder nach links gelaufen. Das geht natürlich nicht. Oh. Ah, nochmal eine Chance. Dankeschön, dass man mir doch noch eine Chance gibt. Kann man irgendwie die Karte auch so wechseln? Schnell, schlag doch mit dem Hammer zu, Mann. Frau, Entschuldigung. Nein! Jetzt drücke ich die falschen Knöpfe, verdammt. Ich wollte den Homing Attack einsetzen, um den Ring wieder zu bekommen. Mann, da kriege ich eine zweite Chance und ich vermassle es wieder. Sorry. Ey, tut mir echt sorry, dass ich mich da so anstelle. Ich bin jetzt gerade auch schon ein bisschen müde, weshalb ich mich da jetzt etwas schwer tue. Bitte entschuldigt das, okay? So. Keine Ahnung, was das jetzt war. So. Hoch da. Yum. Looping Action. Es geht ab hier, Moment mal. War da nicht was? Ey, ich kann da nicht stoppen. So, da muss doch was gewesen sein. Da ganz rechts? Nein? Da ist nichts. Wie schade. Ich hätte da schon was erwartet, aber okay. Ah, hier ist wieder Sonic gefragt. Wie wechseln wir mit der Taste? Also mit dem Steuerkreuz. Warte mal. Was ist eigentlich da? Da ist ein Feind auf jeden Fall. Oh. Da braucht man Emis Hammer. Oh, ich sehe da schon, da ist schon unser Ziel. Im Hintergrund sehe ich noch etwas anderes, was mir gefällt. Also, ich fürchte, wir kommen nur von der Seite ran. Hoffe ich zumindestens. Ja, da haben wir was bekommen. Was auch immer das ist. Ah ja, und ein weiterer Schrottteil. Naja, das ist gerade mal das erste Schrottteil, das wir hier finden. Wir haben noch nicht so eine große Ausbeute feiern können. Das ich sehr schade finde. Na schön, über da. Warte mal. Ich kann da nicht bremsen bei dem. Finde ich irgendwie blöd gemacht. So. Ist hier da noch was drüben? Ich fürchte ja, weil ich habe da ein V
Vordergrund was gesehen. Checken wir das mal aus. Was zum... Ach. Gott, nochmal. Ich wollte eigentlich das machen. Aber... Das Spiel lässt mir nicht mehr die Zeit. So, friere ein. Erfriere. Und gib mir das zweite Schrottteil. Eins fehlt noch. Nach unten mit dir. Ja, das mit dem Spiel mit den Fähigkeiten ist doch ein bisschen schwerer als erwartet. So, eine weitere Chance. Gut, ich habe die richtige Fähigkeit. Und jetzt aber. Mann! Wie schnell muss man denn da sein? What? Gibt's ja wohl nicht. Wie oft versage ich da eigentlich noch? Das finde ich echt bescheuert. Halt dich da fest, Amy. So, hier sind weitere Badniks. Sekunde da oben. Das sieht verdächtig aus. Lass mich mal nach oben, bitte. Ha, ich sag's ja. Ein Hammerteil. Aber was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Ein Schrott und ein Hammerteil. Ah, es fehlt den beiden was. Ich hoffe, die waren nicht Belohnungen für diese Herausforderung. Wir sind ja schon am Ziel angelangt und wir haben uns fehlen noch Sachen. Shit. Ach Mann. Ich habe das Gefühl. Ich habe da irgendwas vergessen. Wo finde ich denn noch ein paar weitere Teile? Au! Ja, nee, ist klar. Man wird ja erstmal zurückgeworfen, wenn man erwischt wird. Blöder Spaß. Okay, ich muss aufpassen, ich sterbe da bald. Obwohl, ich glaube, dass da auch ein Tod nicht wirklich... Jetzt irgendwas ausmacht. Kann jetzt nichts erkennen. Nein! Ich Idiot! Ich wollte wechseln und drückte bei den falschen Knopf. Mal sehen. Können wir vielleicht nochmal dieses Drachentor probieren? Möglich wär's. Ja, es tut mir leid, dass ich da so manche Tasten noch verwechsel. Ich könnte durchdrehen bei diesen. Oh mein Gott. Es läuft echt krass. Oh, jetzt reizt's aber. So, jetzt bitte möchte ich da nicht nur rüber, sondern auch unbeschadet durch. Ich sagte unbeschadet. Leck mich doch! Was soll das denn? Kann er wohl nicht wahr, Stein? Was ist da los hier? Springen muss auch gekonnt sein, weißt du? So, weg mit dir, blöd Trixie. Und Karte bitte her. Ich will was sehen können. Ah, so. Geh weg, du. Okay, nächster Versuch. Das ist ein Drachentor, ne? Also mit diesem Drachenring. So. Oh Mann. Ach nein, nicht schon wieder, ey.
Da gab es doch keine Möglichkeit für eine Homing. Ach. Vergesst es, ich kann einfach nicht mehr. Weil ist bestimmt jeden anderen beim First Strike gelungen und ich hier fehle hier durch wie ein Meister. Das ist echt wieder mal typisch. Tja, ich habe hier nicht alles finden können. Dann sollte ich es vielleicht gleich nochmal probieren. Also erneut spielen. Wir sind ja noch nicht fertig. Der Spin-Dash ist ja wirklich ganz schön wirksam. Mit dem bewegt er sich fast schon schneller als beim Laufen. Das ist echt geil. So gefällt mir das. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwas übersehen habe hier. Ich muss jetzt mal jeden Winkel hier betrachten. Da drüben weiß ich schon, gab es ein Secret. Oh! Bleib weg von mir! Da habe ich das schon eingesammelt. Soll heißen... Hier könnte auch noch was sein. Hier habe ich ja den Bonusraum entdeckt. An der Stelle. So. Na, was soll das? Du hast doch darauf gezielt. Also, die soll sich gefälligst auch gleich dementsprechend nach unten bewegen. What the hell? Gibt es vielleicht unter Wasser ein... Geheimweg? Ich fürchte fast nicht, ne? Nee. Nee, du lass mal stecken. Ja, man braucht da die geheimen Passagen gar nicht mehr bestreiten. Da hat man dann alles. Also diesen Bonusraum, der bleibt dann einfach gesperrt. Einfach mal so. So. Und jetzt da. Mach da auf. Und lass mich darüber. Ich hab alle. Achso, das bringt nur zusätzliche in diesen Kristallen. Moment, da war ich doch gar nicht, oder? Verschwinde. Tatsächlich. Das letzte Schrottteil. So, was mir noch fehlt, ist ein weiteres Hammerteil für Amy. Ja, das ist klar. Das Kartensymbol. Ich habe dafür schon eine Abkürzungstaste, also das passt schon. Sekunde mal, da geht's runter. Ja! Das war schon ein bisschen mies versteckt. Aber wir haben es jetzt. Und jetzt können wir versuchen, möglichst so schnell wie nur möglich durch den Level zu kommen. Auf da. Ich glaube, das Ding ist ein Schild. Ne? Ja, das ist ein Schild. Ach so. Erstmals das aufmachen und dann das Trampolin nutzen. Oh Mann, ihr merkt es. Ich bin schon viel zu müde und im nächsten Part werde ich auch schon müde sein. Ja, auch noch müde sein. Blöder Drecksack. Wow, das sah stylisch aus. Amy hat's auch drauf. In Sonic Boom. Mal ehrlich, ich meine, die Amy in Sonic Boom ist wirklich echt cool. Weil in den Originalspielen, da ist sie schon eher nerviger. Man hat sie wirklich, diese Amy besser hinbekommen, fast schon. Da ist mir fast schon lieber, dass diese Amy in
in regulären Sonic-Titeln eine Rolle spielen, also eine Rolle spielen wird, aber das will leider nicht der Fall sein. Verschwinde endlich! Lästige... Bleche, du lästiger kleiner Blechkasten. So, Rest zumachen und das wär's. Wir haben alles. Ja, den Zeitbonus natürlich nicht, aber wir sind fertig. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Na, haben wir das jetzt auch so? Jetzt haben wir zwei Wege. Zum einen geht es hier zum Schneesturm an der Klippe. Und wohin führt dieser Weg? Dunkle Tiefen. Oh, das ist doch ein Taze-U-Boot-Level, nicht wahr? Tja, ob dem so ist, finden wir im nächsten Part heraus. Und tja, wie immer, wenn es trotz der Fehler so gefallen wusste, Daumen nach oben. Dann sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer CrushFootFakeItInein bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Boom. Feuer und Eis hier bei Sonic Boom, Feuer und Eis. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.